Jürgen Geiser wohnt seit 7 Jahren in seinem Haus in Sigmaringen. Entworfen hat er es gemeinsam mit seiner Frau. Beide verfolgten eine Wohnvision, in der die Treppe eine wichtige Rolle übernehmen sollte. Die Idee war, der Plan war, ein Wohnhaus zu haben, das möglichst wenig Türen hat, das im Prinzip die einzelnen Bereiche über Zonen abbildet, sprich Wohn-Ess-Bereich, Lounge-Bereich, Foyer und solche Dinge. Und die Idee ist relativ schnell geboren, auch die Treppe in diesen Raum zu integrieren. Das Haus ist nicht besonders groß und wirkt aber relativ groß, weil viele Dinge transparent sind. Die Treppe ragt in den Raum, aber der Mensch selber nimmt den Raum größer wahr, weil der Blick erst an der Wand endet. Die Kragarmtreppe ist das aktuell beliebteste Modell. Das stellt auch Jörg Wiehl, Geschäftsführer von Wiehl Treppen, fest. Aber Vorsicht, viele wollen sie haben, doch manche kommen zu spät. Man muss sie informieren, man muss vielleicht auch mal Vorgespräche führen und sagen, oh, ich habe die Treppe gesehen, was sind die Voraussetzungen, dass ich so eine Treppe hier einbauen kann? Es kommen viele Kunden zu uns mit fertigen Bauplänen und sagen, sie möchten diese Treppe haben, aber es ist dann nicht mehr umsetzbar, weil einfach gewisse Problematiken da sind. Denn Voraussetzung ist eine massive Betonwand im Wohnbereich. Dahinter steckt eine verputzte Stahlkonstruktion, in der die einzelnen Stufen bzw. Arme eingelassen sind. Sie scheinen dann im Raum zu schweben und kommen ohne Geländer aus. Doch beim Thema Geländer wird es heikel. Die Treppe wurde montiert ohne Handlauf. Relativ schnell kam dann der Bauherr auf uns zu, es müsse jetzt doch ein Handlauf montiert werden, weil vor allem, wenn man von oben nach unten geht, doch die Sicherheit nicht gegeben ist, beziehungsweise man sich unsicher fühlt im Runtergehen. Sind dagegen Kinder im Haus, so der Treppenprofi, ist ein Geländer ein Muss. Beim Holz sind Naturtöne, aber auch dunkle Farbtöne gefragt. Diese Treppe ist aus Buche. Sie wurde dunkel gebeizt und zweifach lackiert. Lackierte Treppe, die müssen Sie eigentlich nur mit einem nebelfeuchten Lappen abwischen und Sie sind fertig. Die hält Ihnen gerade wie hier in dem Bereich, wo eigentlich eine Treppe im Wohnraum integriert ist, Jahre. Ein Öl trägt sich schneller ab, nutzt sich schneller ab. Gerade hier so im Kantenbereich, wo ja der Schuh sich abrundet, da kommen die ersten Problematiken dann auf und Sie müssen so all halb Jahr, all Jahr einfach mal mit einem Pflegeöl wieder drüber. Was es auch gibt im Ölbereich, ist ein Pflegezusatz ins Wischwasser rein, dass einfach so eine Grundpflege von vornherein gegeben ist, was Sie wiederum bei der lackierten Oberfläche nicht brauchen. Je weiter die Treppe vom Eingangsbereich entfernt ist, umso besser. Der Schmutz bleibt draußen. Das Material wird weniger abgenutzt. So kann sie weiterhin als Designobjekt glänzen.